Parkplatz immer ein wenig, aber wenn die Autos schon hinten stehen. Früher sind wir bis Horbeung halt runtergefahren mit einer Tour, aber das macht jetzt der Sell bis daher. Da, ne? Das kommt daher. Bauer Sell da auf Derbig. Ja. Na komm, der fährt auch noch für uns. Der macht Bongre Derbig und bis nimmt zur Frenza. Das kann ich alles noch zerstehen. Da hat es mich aber nicht eingezogen, da war ich im Kröppel. Wenn du eine freie Stelle eine Strecke im Flug drehst, muss dann passieren, dass dich wegzieht. Salz jetzt, ja, wir haben jetzt eine Lieferung gekriegt letzte Woche. Das sind 24 Tonnen. In das Ding passen 2 Tonnen rein. Also wenn es mal richtig glatt ist wie in der Woche, wo das der Glatteis reingeworden, ne? Also da ist der Kabel fast leer. Da brauche ich 1,5 Tonnen oder eine Tonne für einmal fahren. Aber jetzt über dem Wetter brauchst du nicht viel Salz. Aber das bringt ja nichts. Angeblich sind ja diese Salzkontoren in Heilbronn oder in Kulmbach, die kriegen sie aus Heilbronn, das ist ja leer. Ne? Die werden ja wahrscheinlich demnächst sowieso bloß noch die Autobahnen beliefert. Ja, wenn der Bus gerade rausfahren müsste. Barmer liegen da auch. Wie die Mikado-Stäbler liegen sie drinnen. Da mussten wir früher mit nachfahren. Da haben wir der Rechtsanwalt Wölfi gewohnt. Das ist auch ein Haus noch da drum, vielleicht oh. 200 Meter. Der Beschuss. Und da oben bei den Barmer, da geht das Gitter da auf und da ist das bloß noch hohlweg. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da noch mal rauf müssen. Das war also die Grüne. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich da umdrehen kann. Die Frau Kibit hat schon geschaut. Kibit. Da darf man gnädigerweise im Wetten. Sonst müsstest du rückwärts wieder runter. So, jetzt müssen wir da den Telefonmasten mit kaputt machen. Jetzt wird wieder tief.
Quatsch. Ich freue mich, ruhig bleiben. Wie geht's dann weiter? Tja, hoffentlich schnell. Ich meine, vielleicht hört es ja mal auf, dann geht's schon. Kriegst du schon irgendwann einmal den Griff. Aber wenn da vorne wieder frischer Rauch kommt, Mensch. So, jetzt fahren wir auf nach Gäbes. Da bin ich schon mal aufgefahren, war es glatt. Da haben sie alle vier Räder schön gedreht. Habe ich die Handbremse rein. Fußbremse gelatscht und bin rückwärts am Bein wieder rübergerutscht. Hab Puder in den ganzen Gartenzaun eingeknäht. Wir stehen gleich zwei da und jetzt. Weil da wo ich mich immer schön ausputzen da. Der Stick da im ganzen Ortsbereich. So. Und wenn du keinen Pfeffer gibst, dann gibst du ihn auf. Schnee drauf ist. Hör dir, alles raus, ne? Stunden verbracht, um das frei zu fräsen. Als Friedrich konnte ich drin hochfahren, es konnte natürlich sein, dass ich nicht auch drin steht. Da steht der Erste. So, jetzt. Da müssen wir aufmachen werden. Ich hoffe, dass man irgendwie. Sieht eben nicht, ob frei ist. Das ist die Scheiße bei dem Ding. Ja. Wenn es glatt ist, dann machst du da auch noch kommen. Mir liegt es nicht bremsen. Das waren die wenigsten Leute wissen, dass da ein Haus ist. Wo. Das kommt so. Da unten kann ich auch meistens drin fahren. Mal schauen, ob wir so stehen. Das ist wie Weihnachten. Weihnachten, wie stecken die Augen?
die haben einen Platz gelöst. Ich kann es mal probieren. Da müssen Sie jetzt noch mal umdrehen. Da ist irgendwo so ein Sog rum, da waren wir auch schon mal drin gestanden im Rot. Da war auch ein Stich. Okay. So. Haben wir es auch geschafft. Ich stehe jetzt noch nicht. Gelbes haben wir, Fichten haben wir. Noch auch müssen wir glaube ich noch einmal. Dann kommt Oberstein heute noch. So, was gehört jetzt noch zu der Tour? Zu der Tour zum Beispiel im Ort. Händlerstrauß, Berliner Strauß, Reutlein, das Ehrlichtrum, dann Schlesierweg, der unterm Sportplatz, das Zeich. Wir haben Oberstehen heute halt komplett. Ja, das, was wir jetzt aufgefahren haben. Dann noch die ganzen Parkplätze, je nachdem, aber da hat man keine Chance mehr. Parkplätze, da steht alles voll lauter gereiztig mehr. Dann wäre er kaputt, wenn du reinfährst. Dann schiebst du ja alle ein, dass sie noch mal rauskommen. So, doch auch. Gibt es schon Straßen, die jetzt nicht mehr gerammt werden? Wir probieren alles, aber ich weiß darum, das Dörflass, da ist mein Kollege heute mal aufgefahren, weil der einen schmälen Flug hat. Da ist er auch noch mal durchgekommen. Dörflass, das ist da oben. Frankenwaldstrauß, ne? Ja. Da ist, ich weiß nicht, was wir da müssen wir am Distich mal schauen, entweder wieder frei ist, oder? Aber sonst sind wir eigentlich alles frei. Also das ist auch so, was wir. Da war gestern, haben wir gestern Heiligen Abend die große Fräsen umgebaut frei. Und dann ist der Kollege noch einmal aufgefahren. Weil die müssen oft zum Doktor. Mit Bargen. Das Bargen ist oft einmal ein Problem. Weil wenn bei uns ein Auto in der Strauß steht, oft einmal in so enger Straußen, dann ist es vorbei. Du kannst du nicht mehr reinfahren. Aber ansonsten, ja. Das muss in anderen Gemeinden schlimmer sein. Wenn Geduld sollte jeder aufbringen. Ja, das ist klar. Man kann nicht überall zuerst sein. Das geht halt nicht. Wir sind auch bloß Menschen, wir können bloß rumfahren. Und ein Vorarbeiter, der sagt immer, das ist wie beim Hollerbach, ne? Einer nach dem anderen. So, jetzt fahren wir raus, da will ich jetzt rein.